Guten Abend alle zusammen. Wenn es laut um einen herum wird und es viel Geschrei gibt, dann soll man sich in Stille üben. Das ist anscheinend das beste Gegenmittel. Jetzt sagt das aber nicht nur Max Ehrmann in seiner Desiderata, sondern auch einige andere. Und einige andere, die habe ich mal für euch recherchiert und einen von diesen einigen anderen habe ich für euch da. Erinnern wir uns aber nur noch mal kurz, was Max Ehrmann in der Desiderata, also in den Lebensregeln von Baltimore, geschrieben hat: Gehe still inmitten von Lärm und Hast und erinnere dich, welchen Frieden man im Schweigen finden kann. Und ja, Stille ist tatsächlich so etwas. Da hat man eigentlich nur etwas davon, wenn man still ist. Aber hier noch ein anderer, sozusagen als Unterstreichung vom Ganzen. Er hat hier ein Gedicht geschrieben, und zwar kein anderer als Josef Viktor von Scheffel, in dem er ein bisschen beschreibt, was denn da genau passiert, wenn man sich für die Stille entscheidet. Einsam wandle deine Bahnen, stilles Herz und unverzagt. Viel erkennen, vieles ahnen wirst du, was dir keiner sagt. Wo in stürmischem Gedränge kleines Volk um kleines schreit, da erlauschest du Gesänge, siehst die Welt, du groß und weit. Andern lass den Staub der Straße, deinen Geist halt frisch und blank. Spiegel sei er wie die Meeresflut, drin die Sonne niedersank. Einsam aus des Tages Lärmen, Adler in die Höhen schweift, Storch und Kranich fliegt in Schwärmen, doch ihr Flug die Erde streift. Einsam wandle deine Bahnen, stilles Herz und unverzagt. Viel erkennen, vieles ahnen, wirst du, was dir keiner sagt. Dann machen wir das mal. Um mich herum ist es zwar gerade nicht laut, aber Stille ist etwas Geniales und Unbezahlbares, finde ich. Und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich bin da jetzt mal ruhig.